Einen wunderbaren 6. November und ich hoffe, ihr seid wohlauf. Ab und zu kann es sein, dass die niedrigen Schwingungen dich noch einmal ein wenig anschubsen wollen. Und das passiert in den nächsten 3 Tagen. Du kannst jetzt ganz klar entscheiden, möchtest du noch mal den Berg runterschauen oder stehst du schon sehr stabil und weißt, jetzt geht's nach oben. Genau das ist die Botschaft für heute. Gestern Abend wurde ja speziell in Österreich die G2-Regel entschieden, geimpft und genesen. Und das bedeutet natürlich, da wir am Freitag heiraten, für uns ein wenig mehr Arbeit. Wir haben Geimpfte wie Ungeimpfte auf unsere Hochzeit eingeladen und das ist auch genau richtig so. Und genau jetzt, genau in diesen Tagen, kommt eine solche Regelung. Und das ganz Spezielle war, dass Markus und ich in derselben Sekunde sagten: Wow, jetzt wird es noch schöner. Jetzt dürfen wir das tun, was wir wirklich wollen. Wir werden genau aus diesem Grund heiraten, weil wir uns lieben, weil wir wissen, dass unsere Zeit jetzt dieses Jahr einfach machen möchte. Und wir wissen, dass wir geführt sind. Wir wissen, dass alles gut ist. Und genau dieses ist so schön. Hier nicht das Tal hinunterzuschauen, den Berg hinunterzuschauen, sondern zu wissen, jetzt wird es interessant. Jetzt schauen wir, was noch hervorkommt. Ich brauche mich nicht aufzuregen, nur weil es jetzt ziemlich brisant da draußen scheint, sondern ich kann in meiner Balance bleiben. Ich weiß, dass dieses ganz oft nicht einfach ist. Und ich kann wirklich aus meiner Vergangenheit sprechen. Ich kann aus meinen Erfahrungen sprechen. Ich habe ganz viele Jahre kein wirklich gutes Leben für mich erleben wollen. Und ich sage es ganz bewusst, ich wollte es nicht. Ich wollte die ganze Mistakes. Warum auch immer. Es war für mich meine beste Entscheidung. Und jetzt weiß ich, dass genau diese vielen Mistakes mich dorthin gebracht haben, wo ich heute an solchen Tagen hinstehen kann und sage, wow, jetzt geht's los. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's schön. Und genau das soll ich euch weitergeben. Diese 3 Tage heißen wieder nur: Klimatisiere dich, schau, was du brauchst, schau hinaus, geh in die Natur, lade dich mit Licht auf und sei wirklich überzeugt, es handelt gut. Das Kosmos füllt uns mit neuem Bewusstsein auf. Und dies bedeutet, es brisantet da draußen. Es kommen Dunkelfelder hoch, aber du musst nicht hineintauchen, nicht den Berg hinunterschauen, sondern steige stetig auf. Und wie kannst du dieses tun? Sie sagen, diese Übung hilft dir. Du hast ein linkes Bein und ein rechtes Bein. Und nun versuche einmal ganz bewusst, dein linkes Bein vom Becken bis zu den Fußsohlen zu erfüllen. Was merkst du? Nur das linke Bein von den Fußsohlen bis zum Becken. Merkst du, dass hier eine Energie flutet bis über deinen Kopf hinauf? Sie sagen, das ist das höchste Selbst. Das ist das, was dich animiert, immer an das Beste zu glauben. Das ist das, was dich animiert, immer dir selbst vertrauen zu dürfen. Immer, nicht dem Außen, nur dir selbst. Versuche noch einmal hier hineinzufühlen. Linkes Bein. Wie fühlt es sich an? Manchmal ist es genau hier blockiert. Zu viele Ahnenthemen, zu viele, du kannst das nicht, das wird nun alles plötzlich losgelassen. Darum brauchen wir diese Wellen. Und diese Wellen sind in diesem November ganz besonders, weil es lichtet, weil es leicht sein darf. Wenn du hier auf diesem Berg oben bleibst und nicht ins Tal hinunterschaust, dann bleibt es hell. Gehen wir in den nächsten Kanal, das Tun, das Handeln. Rechter Fuß, Becken bis zum Fußsohlen. Welche Überzeugung lebst du? Vertraust du? Kannst du vertrauen? Magst du vertrauen? Gibst du dem Leben das Recht, dass es gut sein darf? Dann handle weise. Heute auf meiner Homepage www.magikaufmann.com kam die wohl wichtigste Frage: Was bist du bereit zu investieren? Bekam ich vor Jahren täglich. Diese Frage hat mich
ab und zu grantig gemacht, weil ich nicht wusste, was Gott von mir will. Heute weiß ich es, dass ich vertraue, dass ich in seinem handle, was immer dies bedeutet. Ich weiß, dass ich hier etwas bewegen darf, vielleicht sogar dich, indem du aufhörst zu zweifeln, indem du aufhören magst, dich selbst zu bezweifeln. Glaube, dass wir in einem ganz großen Projekt sind, in einem sehr guten Projekt. Und wir können nun die sogenannten guten Player sein. Jene, die sich nicht einfach hinausschießen lassen, die aber auch nicht kämpfen müssen, sondern wir stehen Licht. Wir sind Licht. Und wenn Schatten kommen, sagen wir, nein, nein. Wir sind dazu da, Licht in diese Welt zu bringen. Und die Schatten dürfen wieder sich verändern in noch mehr Licht, weil du es nicht mehr brauchst. Und hier geht es darum, werde ein guter Player. Ein guter Player steht wie in einem Fußballstadion, ganz klar. Ich beende Leid, Drama, Kampf. Ich spiele das Spiel meines Lebens. Und das ist ein gutes Spiel. Und heute ist wohl der beste Tag. Mit diesen politischen Neuigkeiten G2 besser denn je umzugehen. Lass das Drama draußen und finde dich heute mit der neuen Energie zurecht. Das ist heute meine Botschaft an dich. Und ich bin überzeugt, es heißt, wir rocken die Bühne. Ich wünsche dir ein wunderbares Wochenende und lasse alles andere auf der Seite. Danke dir.